Wer wird Kanzlerin? Wir fragen in Hannover nach. Und Rassismus im Fußball. Die Dokumentation Schwarzer Adler lässt schwarze FußballerInnen zu Wort kommen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Die SPD, Bündnis 90 Die Grünen und als letztes nun auch die CDU. Sie alle haben ihre KanzlerkandidatInnen für die kommende Bundestagswahl im September bekannt gegeben. Doch wie denken die Menschen in Hannover über die bevorstehende Nachfolge Angela Merkels? Robin Schakibai ist in der Innenstadt von Hannover auf Stimmenfang gegangen. Ob ich mich damit auseinandergesetzt habe? Ja, habe ich. In 5 Monaten findet die statt. Und das ist ja jetzt eigentlich ein furchtbares Trauerspiel gewesen, was sich da getan hat bei der CDU. Nein, nicht direkt. Das andere war jetzt vordergründig, dieser Hickhack innerhalb der Parteien. Ja, ein bisschen. Ja, einen Favoriten kann ich nicht sagen. Also, nee, Favoriten gibt es nicht. Ich müsste mal diesen Wahl-O-Mat vielleicht betätigen. Aber momentan ist es eher auch tatsächlich alles unklar, weil man ehrlich gesagt gar nicht weiß, was man wählen soll. Ja, doch. Hat sich am Montag so entschieden. Ich glaube, die Dame nehme ich. Kommt aus Hannover. Mal schauen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Also das ist jetzt so, das habe ich ja auch jetzt als Erkenntnis daraus gezogen. Erstmals wähle ich FDP. Nee, ich glaube, ich bin noch zu uninformiert und irgendwie müsste ich mich noch ein bisschen intensiver mit allem auseinandersetzen. Ansonsten Grün wird bei uns gewählt. Wenn ich ehrlich bin, bin ich sehr traurig darüber, weil ich glaube, dass das gar keine Auswirkung haben wird. Ich glaube, dass die CDU am Ende wieder an der Spitze stehen wird und alles so weiterläuft wie bisher. Leider. Sozial muss ich ganz viel tun. Ich wünsche mir natürlich schon irgendwie einen Wandel in der Gesellschaft und ich hoffe, dass das irgendwie nach der nächsten Wahl irgendwie ein bisschen schneller geht. Ich bin von dieser Bundesregierung, von unseren Volksvertretern, von allem bin ich vollkommen enttäuscht. Aber wenn ich denke, wie viele Menschen wirklich am Existenzminimum leben oder in Kurzarbeit stehen oder Angst um ihren Arbeitsplatz haben, da mache ich mir schon große Sorgen. Jetzt haben wir die Nachrichten des Tages für Sie, zusammengefasst von Martin Schlüter. Die CDU hat ihren Kanzlerkandidaten nach einer Menge Zoff und wenig geräuschlosem Handeln. Landesvorsitzender Bernd Althusmann wirbt um Respekt für die getroffene Entscheidung. Armin Laschet ist es gelungen, seiner Regierung in Nordrhein-Westfalen zu zeigen, dass er mit knappen Mehrheiten, auch mit den Liberalen, in einer guten Koalition regieren kann und auch dort die unterschiedlichen Charaktere und Herausforderungen zusammenführt. Das kann ohne Zweifel ein Markus Söder in Bayern auch. Aber letztendlich tickt Bayern sicherlich noch mal ein bisschen anders als das größte und bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands, nämlich Nordrhein-Westfalen. Nach schwierigen Tagen und zähem Ringen hätte man sich hier in Niedersachsen eine andere Vorgehensweise gewünscht. Die Art und Weise, wie letztendlich die Abstimmung zwischen den beiden Vorsitzenden, nämlich Armin Laschet und Markus Söder, und dann die Frage der möglichen Abstimmung in einer Bundestagsfraktion, der Ruf danach, die Basis breiter einzubinden. All das war in der letzten Woche sicherlich eine sehr schwierige Situation für die Union, die wir so ja, ich sagte es eingangs, bisher ja so gar nicht kannten, weil wir dem Grunde nach immer eine Kanzlerin hatten, eine Kanzlerkandidatin war damit gesetzt. Und ich gebe zu, der Union ist es offensichtlich in dieser Woche sehr schwer gefallen, diesen Prozess in vernünftigen Bahnen zu lenken. Das hing aber auch ein bisschen mit Verlässlichkeit ab oder Missinterpretation von bestimmten Äußerungen. Und wir haben jetzt in der Bundestagsfraktion sicherlich noch das ein oder andere zu hören. Deshalb war auch mein Votum gestern, dass ich die Abstimmung in der gestrigen Nacht für schwierig gehalten habe. Ich habe sie nicht befürwortet, habe mich mit wenigen anderen dafür ausgesprochen, sie nicht in der gestrigen Nacht durchzuführen, sondern noch in die Fraktion und in die Parteibasis hineinzuhören. Ein Zurück in die inhaltliche Auseinandersetzung wird notwendig. Der Unmut über zerschlagenes Porzellan ist hier noch nicht ganz verflogen. Annalena Baerbock von den Grünen wurde Anfang der Woche zur Kanzlerkandidatin ernannt.
Im Vergleich zur CDU haben die Grünen es aber geschafft, das Ganze ohne viel Aufsehen hinzubekommen. Darüber spreche ich heute mit Greta Garlichs. Sie ist Vorsitzende des Stadtverbands der Grünen in Hannover. Hallo, Frau Garlichs. Hallo, schön, Sie zu sehen. Ja, für die CDU war die Frage der Kanzlerkandidatur ja fast eine Zerreißungsprobe. Wieso haben die Grünen das Ganze denn so geräuschlos und auch reibungslos hinbekommen? Wir hatten gleich zwei gute Leute dabei und das ist auch einer unserer großen Vorteile. Und diese Menschen verstehen sich gut. Robert und Annalena sind ein tolles Team. Sie haben unsere Partei hervorragend geführt und sie haben das unter sich ausgemacht, weil sie das beste Angebot uns anbieten möchten und auch den WählerInnen anbieten möchten. Und da ist ihnen, glaube ich, so eine etwas unwürdige öffentliche Darstellung, ist nicht ihr Stil und ich finde das sehr gut. Sie haben ja Annalena Baerbock auch schon persönlich kennengelernt. Was zeichnet sie Ihrer Meinung nach als Kanzlerkandidatin aus? Ich finde, sie hat genau die richtige Mischung aus Durchsetzungskraft, aus Willensstärke und aus wirklich guten, fundamentalen Werten, die wir auch brauchen, gerade in diesen Zeiten. Sie ist eine starke Anführerin und gleichzeitig ist sie eine, die zuhört. Sie kann Menschen miteinander verbinden. Sie kann Konsens finden und eben dafür sorgen, dass sie die Menschen mitnehmen kann und dass sie sich mitgenommen fühlen. Und ich glaube, gerade jetzt brauchen wir eine Person, die die Menschen wieder für Demokratie begeistert. Und das kann sie. Die Grünen erfreuen sich ja momentan sehr hoher Umfragewerte. In der Vergangenheit gab es aber auch Beispiele, wie Umfragewerte sich schnell ändern können und auch wieder abfallen können. Ich sage da nur Veggie Day oder die Forderung nach 5 Euro pro Liter Sprit. Danach gingen die Umfragewerte für die Grünen wirklich in den Keller. Wie hoch schätzen Sie denn die Gefahr ein, dass sowas dieses Jahr wieder passieren kann? Also ich kann mir immer vorstellen, dass andere nach Schmutz suchen, vor allem auch bei uns. Das schüchtert ein, aber ich glaube, dass wir in die richtige Richtung wollen. Und wir haben verdammt gute Inhalte, mit denen wir die WählerInnen überzeugen wollen und ich denke auch können. Und es kann immer passieren. Ich bin eher eine, die in Richtung Vorsicht geht und immer die dazu mahnt, ruhig zu machen, jetzt auch bei diesen Umfragewerten. Ist ja auch klar, bei dem Institut weicht es dann häufig tatsächlich von der Realität ab, aber wir werden unser Bestes geben und ich glaube, das Wahlergebnis wird das dann auch zeigen, dass es immer mehr Menschen gibt, die eben unseren Inhalten und unseren politischen Zielen zustimmen. Wenn jetzt eine grüne Kanzlerin kommen sollte, was würde sich dann im Politikstil in Deutschland ändern oder was genau ist denn die grüne Handschrift? Ich glaube, grüne Handschrift ist nicht mehr dieses Weiter-so, nicht mehr an kleinen Stellschrauben drehen, sondern das große Ganze auch mitnehmen. Es werden auf jeden Fall sehr starke Veränderungen kommen, auch im Bereich Klimaschutz. Das müssen wir aber auch tun. Unter dem Motto Veränderung schafft Halt haben wir auch viel gezeigt, eben um weiter gut leben zu können, müssen wir was verändern. Und ich glaube, das wird auch mit uns passieren, oder ich bin mir sicher, dass das mit uns passieren wird. Wir möchten mehr Parität auch in den Parlamenten erwirken, nicht mehr solche Lobby-Deals im Hinterzimmer wie gewisse andere Parteien. Das ist einfach nicht unser Stil. Bei uns sind die Nebeneinkünfte der Abgeordneten nicht so. Und ich glaube, wir stehen auch mit für sehr viel Transparenz, sind mit Leidenschaft bei der Sache. Und wir hoffen eben auch, dass das den Menschen zeigt, Demokratie ist etwas wirklich Tolles. Und wir wollen die Leute wieder mitnehmen. Und ich glaube, das wird auch passieren mit einer grünen Kanzlerin. Apropos mitnehmen, in vielen Bereichen haben die Grünen es ja auch schon an die Spitze geschafft, siehe unser Oberbürgermeister Belit Onay. Der Vorwurf ist aber im Raum, dass es danach, nach der Amtsbekleidung, sage ich mal, ziemlich ruhig um die handelnden Personen geworden ist. Wie schätzen Sie das Ganze denn ein? Naja, er kommt in eine Verwaltung, die seit Ewigkeiten von der SPD auch mitgeführt wurde und wird. Und da geht er eben Dinge richtig an. Er ist kein Populist, sondern einer, der macht. Er ist einer, der ruhig sich überlegt, was ist das Beste. Kein Selbstdarsteller, sondern eben einer, der den Menschen zuhört. Und ich glaube, dass wir über die gesamte Amtszeit hinweg am meisten davon haben werden mit ihm als Oberbürgermeister, weil er wird langfristig auch was Gutes mitbringen für diese Stadt, eben auch dafür stehen, für Transparenz, für Veränderungen auch in der Verwaltung, damit sie zukunftsgerecht wird, damit wir auch da Arbeitsplätze sichern können. Und nur weil er keiner ist, der überall sofort sein Gesicht in die Kamera hält mit sonstigen Erfolgen, sondern einer, der wirklich rangeht,
heißt es nicht, dass nichts passiert ist. Ich glaube, in dieser Pandemie hat er uns sehr gut geführt. Es sind enorme Herausforderungen, denen er sich gestellt hat. Ich habe größten Respekt davor und ich glaube, das wird sich auch noch zeigen in den nächsten Jahren, was er da alles gerade tut und ja, Hannover zukunftsfit macht. Vielen Dank, Frau Garlis, für Ihre Einschätzung und das Gespräch. Danke. Danke ebenso und schönen Tag noch. Von Hannover 96 erinnern sich vermutlich an die Diskussion um rassistische Angriffe auf Gerald Asamoah. Rassismus und Fußball, ein Thema, das nicht an Aktualität verloren hat, leider. In der neuen Dokumentation Schwarze Adler kommen schwarze FußballerInnen zu Wort, die in der Bundesliga und teilweise auch in der deutschen Nationalmannschaft gespielt haben. Und zwar Frauen wie Männer. Der Film ist auf Amazon Prime angelaufen und kommt im Juni ins ZDF. Wir haben ihn uns angesehen. Schwarze Adler handelt von schwarzen Fußballerinnen und Fußballern. Die meisten von ihnen haben für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Das ist die Klammer für einen Dokumentarfilm, der Rassismus im Sport, aber auch in der deutschen Gesellschaft insgesamt zum Inhalt hat. Der Film erzählt seine Geschichte anhand von individuellen Laufbahnen und Erfahrungen. Er beginnt mit Erwin Kostede, der als erster Schwarzer in der deutschen Nationalelf kickt. Das Kind einer deutschen Mutter und eines schwarzen amerikanischen GI erlebt in der Nachkriegszeit Ausgrenzung und Ablehnung. Jimmy Hartwig, Anthony Buffo, Steffi Jones, Kakao. Im Film kommen ausschließlich schwarze ProtagonistInnen im Interview zu Wort. Die oft ablehnende Einstellung der Mehrheitsgesellschaft wird durch Fernsehausschnitte, Archivaufnahmen, sogar Werbeclips deutlich. Der Regisseur Thorsten Körner tritt in den Hintergrund, verzichtet auf Filmtext, überlässt es also schwarzen deutschen FußballerInnen, ihre Position zu verdeutlichen. Gerald Asamoah kommt 1990 aus Ghana nach Deutschland. In deutschen Stadien trifft er auf Hass und Hohn. In Deutschland jener Jahre herrscht eine unverblümt rassistische Grundhaltung. Na, normalerweise haben Neger da nichts zu suchen, bin ich dafür. Ne? Was ist mit Tony Buffo? Ja, und den Buffo kann ich genauso wenig leiden wie den Sahne. Das Wort Rassismus kannte ich gar nicht, sondern für mich war, ich habe das N-Wort kennengelernt und habe das ein Idiot, die das sagen, bis dann in ein Alter reinkommt und fängst, ach okay, das ist halt, die grenzen nicht aus. Sie sehen dich wirklich so, weil du halt eine andere Hautfarbe hast. Da erst habe ich wirklich begriffen, was das N-Wort heißt und was überhaupt Rassismus heißt. Vorher kannte ich gar nicht, weil ich in meiner heilen Welt in Ghana gelebt habe und ich dachte, wir sind alle gleich. Schwarze Frauen sind im Fußball einer doppelten Diskriminierung ausgesetzt. Als Menschen rassistisch ausgegrenzt, als Sportlerinnen nicht ernst genommen. Tor des Monats. Schwarze Adler will nicht nur von Verletzungen erzählen. Es ist eine Geschichte über Stolz, Selbstachtung und ja, auch über sportliche Spitzenleistungen. Schwarze Sportlerinnen und Sportler haben dazu beigetragen, die Gesellschaft zu öffnen. So kann man den Film verstehen. Die Dokumentation hat ein populäres Thema, den Fußball, und ein schweres Thema, den Rassismus. Beides vereint die Dokumentation in berührenden Sequenzen, die auch hier und dort mal mit einer ordentlichen Portion Pathos aufgeladen werden. Wie der Fußball selbst eben auch. Es besteht die begründete Hoffnung, dass der Film Menschen erreicht, die sich dadurch stärker mit dem Rassismus auseinandersetzen. Wachsende Ungleichheit, das ist schon lange ein Problem in der deutschen Gesellschaft. Die Corona-Pandemie macht einmal mehr deutlich, wie sich das Problem weiter zuspitzt. In Hannover sind zum Beispiel 17% aller BürgerInnen von Armut betroffen. Angesichts dieser Probleme stellen sich KünstlerInnen die Frage, ob und wie Kunst allen zugänglich bleiben kann. Muss sich dafür am System etwas ändern? Die Fräulein Wunder AG lädt zum Audiowalk schon wieder Wohlfahren ein. Vom Bahnhof über Oper bis zur Altstadt wird Armut sichtbar gemacht. Unter dem eingeblendeten Link finden Sie alle Informationen. Premiere ist am 25. April um 15 Uhr. Los geht's am Ernst-August-Platz. Ja, und das war's für heute mit 0511. Morgen um 18.45 Uhr geht es mit einer neuen Ausgabe weiter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Okay.